Zu den Fundstellengattungen zählen unter anderem Gräber, Siedlungen, Werkplätze oder auch Hort- und Depotfunde. Das Spektrum ist sehr vielseitig und man muss es immer einmal alleine für sich, aber auch im großen Kontext betrachten. Beginnen wollen wir nun mit den Gräbern. Was sagen uns die Bestattungen über die Menschen der Vergangenheit? Wir unterscheiden zunächst zwischen Brand- und Körperbestattung. Brandbestattungen sind im Endeffekt wie heute nicht anders vorstellbar, dass die Leichen verbrannt wurden, eingeäschert und diese Asche in Urnen beigesetzt wurde. Deutlich mehr können wir aus den Körperbestattungen lernen. Hier schauen wir zunächst, wie wurde der Mensch bestattet? Lag er in gestreckter Rückenlage oder seitlich hockend, das heißt auf der Seite mit angezogenen Beinen? In welche Richtung blickte der Kopf? In welche Richtung war das Grab insgesamt ausgerichtet? So können wir schon mal erste Eindrücke gewinnen, ob die Menschen möglicherweise an ein Leben nach dem Tod glaubten und entsprechend die Menschen bestattet haben. Wir erfahren viel über die Vorstellungswelten der Vergangenheit. Weiter beschäftigen wir uns natürlich mit den Knochen. Als erstes, das haben wir letzte Woche natürlich schon gelernt, können wir mithilfe der C14-Methode ein ungefähres Todesdatum ermitteln, zumindest in etwa, vor wie vielen hunderten oder tausend Jahren dieser Mensch verstarb. Wenn wir uns die Knochen nun genau angucken, können wir natürlich erkennen, war es ein Mann oder eine Frau oder gar ein Kind? Wie alt war dieser Mensch? Musste er vielleicht harter körperlicher Arbeit nachgehen, sodass Verschleißerscheinungen an den Knochen zu sehen sind? Möglicherweise hat er auch eine Krankheit, die an den Knochen ersichtlich sind. Oder starb er an einer Verletzung? Hatte er vielleicht während seines Lebens die ein oder andere Verletzung, Knochenbruch? Diese Verletzungen sind aber geheilt. Sehen schon, das ist ein sehr vielfältiges Spektrum, was wir abdecken können. Aber nicht nur so können wir im Endeffekt Informationen gewinnen. Wir müssen das Grab an sich betrachten, aber auch alle anderen Bestattungen in der Umgebung. Schauen wir uns ein Gräberfeld an und stellen beispielsweise fest, es sind viele Menschen, egal welchen Alters, zu ein und derselben Zeit gestorben, könnte möglicherweise eine Krankheit oder eine Epidemie vorgelegen haben. Starben viele Menschen zur gleichen Zeit aufgrund irgendwelcher Verletzungen, sind noch stumpfe Traumata zu sehen, dann ist es möglich, dass es kriegerische Handlungen gab und dass es eine sehr unsichere Zeit war. Und genau so müssen wir auch die Grabbeigaben betrachten, denn Grabbeigaben sind auch relativ vielfältig gesät. Ich sage es jetzt einmal im Allgemeinen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass dies nicht für alle Gräber gilt, nicht für alle Zeiten und für alle Kulturen. In der Regel wurden Männer mit Waffen bestattet, Frauen mit Schmuck. Jetzt können wir natürlich herausfinden, wenn wir die ganzen Gräber betrachten, sind es immer ähnliche Waffen, ist es immer ähnlicher Schmuck, der beigegeben wurde, oder gibt es doch große Variationen? Wurden einige Menschen beispielsweise mit deutlich mehr Materialien bestattet als andere, mit viel reicheren Beigaben? So kann man davon ausgehen, dass diese bestimmten Menschen einen höheren Sozialstatus innehatten als die anderen. Hier ist es natürlich auch ganz deutlich zu sehen bei Prunkgräbern. Wie der Name schon sagt, sind die Gräber besonders prunkvoll ausgestattet. Auch hier gibt es viele Variationen, aber beispielsweise wurde ein Herrscher oft in einem Tumulus, also in einem Hügelgrab, beigesetzt. Dieses konnte mehrere Meter hoch sein. In der Mitte lag eine aus Holz gefertigte Grabkammer, in der Herrscher nicht einfach so beigesetzt wurde. Manchmal wurde er auf einem großen, pompösen, vierrädrigen Wagen beigesetzt. Oder er lag auf einer mit Fellen ausgekleideten Liege. Es waren Essen und Getränke in Gefäßen vorhanden, Waffen, Schmuck, Geschmeide. Und es ist auch der Brauch der Totenfolge bekannt. Das heißt, dieser Herrscher wurde nicht nur mit den weltlichen Gütern bestattet, um ihm einen Übertritt ins Jenseits gut zu ermöglichen, sondern es sind Menschen zusammen in den Tod gefolgt. Wo wir jetzt schon sehen, wir erfahren auch aufgrund von Bestattungen viel über das Leben von Menschen, widmen wir uns jetzt auch dem Leben und schauen uns an, was wir von Siedlungen, Werkplätzen und der Infrastruktur lernen können. Betrachten wir eine Siedlung, so gucken wir zunächst, wie viele Häuser gab es, welche Art von Häuser gab es. Man unterscheidet in der Regel Wohngebäuden von Wirtschaftsgebäuden und kultischen Bauten. Wie war das Verhältnis zueinander? Gab es viele Ställe zum Beispiel? Alles ist sehr vielfältig und man muss auf jedes Detail achten. Zunächst möchten wir natürlich wissen, wie viele Menschen gab es.
gingen sie alle einem bestimmten Beruf nach? Gab es tatsächlich schon Differenzierung? Gab es möglicherweise einen zentralen Handelsplatz, auf den wir achten können? Waren die Wege befestigt oder unbefestigt? Waren sie entsprechend ausgebaut, dass auch Wagen darauf fahren konnten? Wenn die Siedlung an einem Fluss lag, gab es möglicherweise eine Hafenanlage, sodass Fischerei betrieben werden konnte oder auch entsprechender Handel. Besonders interessant sind für uns aber die Abfallgruben. Die finden wir sowohl bei den Wohnhäusern als auch an den Werkplätzen, Wohnwirtschaftshäusern, also auch in den Industriegebieten, wie wir sie heute kennen. Denn, wie wir es heute schon kennen, uns zerbricht mal ein Teller oder wir haben Essensreste übrig, irgendwo müssen wir die entsorgen. Wir schmeißen die einfach in den Müll, aber auch die Menschen damals mussten ja ihren Unrat loswerden. Ebenso natürlich auch in der Produktion, beispielsweise von Keramik oder Waffen. Manchmal gab es Fehlproduktion, manchmal blieben nur Halbfabrikate übrig. All dies wurde entsorgt. Und so findet sich immer eine große Fundkonzentration in diesen Gruben. Wir erkennen, was für Keramik es gab, ob die Menschen möglicherweise zu Hause gewebt haben, wenn wir Webgewichte vorfinden. Was für Knochen lagen in den Gruben, was für Tiere wurden gehalten und gegessen. Das Spektrum ist quasi unendlich. Und so gestaltet sich auch die Archäologie an sich. Wir betrachten natürlich, wie war eine Siedlung aufgebaut, wie viele Menschen lebten da, wie lebten sie. Aber wir müssen das auch immer im Vergleich zur Siedlung in der Umgebung sehen. Gab es Unterschiede? War diese Siedlung möglicherweise reicher oder ärmer? Gab es vielleicht Abwehranlagen wie Mauern, Stadttore rundherum, sodass man davon ausgehen kann, dass es eine reichere Stadt war, die sich schützen wollte oder dass es eine unsichere Zeit war? Also wir erkennen, die Archäologie ist sehr vielfältig und zwar in jeder Hinsicht. Es gibt auch zudem Depot- und Hortfunde zum Beispiel. Dabei handelt es sich um bewusst niedergelegte Gegenstände, in der Regel Wertgegenstände oder kultische Symbole, die versteckt werden sollten. Im Gegensatz zu Einzelfunden, die zufällig verloren wurden und in keinem Kontext stehen zu dem restlichen Befund. Denn auch früher haben die Menschen schon aus Versehen Sachen verloren. Und zuletzt gibt es natürlich auch noch die Sonderfälle. Dazu zählen natürlich unter anderem Moorleichen oder auch der Fund von Ötzi. Also, Archäologie wird definitiv nie langweilig. Und das schauen wir uns jetzt in Lübeck nochmal gemeinsam an, zusammen mit Frau Mürnberg, die als Archäologin dort arbeitet.